Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Thema, also Remote Workplace Holidays. Das hört sich ganz schön wild an. Was haben Holidays, was hat das mit Arbeiten zu tun? Das schauen wir uns in der nächsten Präsentation erstmal an. Das Ganze wird so ungefähr 20 Minuten dauern. Mein Name ist Alexander Galipo und ich bin Cloud Solution Architekt mit dem Schwerpunkt Azure bei der ALSO. Was erwartet uns in den nächsten 20 Minuten? Wir schauen uns erstmal an, was denn Remote Workplace Holidays überhaupt sein können. Warum wir das mit Windows Virtual Desktop umsetzen, was Windows Virtual Desktop für Features mitbringt, die uns das Ganze erleichtern und ermöglichen. Dann schauen wir uns an, was wir dafür für One-Click-Solutions gebaut haben, die euch als Partner dabei unterstützen. Und wir schauen uns einmal unsere Windows Virtual Desktop Trial an, wo man das Ganze dann auch mal ausgiebig testen kann. Also Remote Workplace Holidays. So könnte ein schöner Arbeitsplatz aussehen. Jeder weiß in Zeiten von Corona, wo viele von zu Hause arbeiten, es ist nicht immer so entspannt. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass es ruhig mal laut wird. Und ja, dann wäre es doch ganz schön, wenn man sich einfach mal von seinem Arbeitsplatz entfernt, sich woanders hinsetzt, wo es entspannter ist, wo man sich mal ein bisschen in die Natur setzt. Es muss jetzt nicht im Garten sein, das kann jetzt auch zum Beispiel irgendwo am Strand sein oder in die Berge, wo es halt schön ist. Und sich dann einfach seinen Arbeits Tag ein bisschen versüßt mit der Natur draußen, wo man ein bisschen abschalten kann und einfach nur seiner Arbeit nachgehen kann. Wie könnte man das machen? Wie funktioniert das am besten? Am besten mit einer ganz einfachen Lösung. Und mit der Lösung, die wir uns gleich anschauen, dafür braucht man tatsächlich einfach nur einen Browser, einen aktuellen, der HTML5 unterstützt. Das Ganze funktioniert nativ auf einem Windows-PC, auf einem macOS oder auf iOS oder auch auf einem Android, wenn ihr das habt. Und ihr könnt von jedem aktuellen Browser doch zugreifen. Das heißt, von einem Mac, vom iPad, iPhone, Android-Browser. Es gibt Applikationen, mit denen ihr darauf zugreifen könnt, auf eure Umgebung, auf der ihr arbeiten möchtet. Wer die Applikation nicht nutzen möchte, kann das Ganze, wie gesagt, auf einem Browser halt machen. Warum sollte man das Ganze mit Windows Virtual Desktop machen? Ganz einfach, wenn wir uns anschauen, was für einen Aufwand das Ganze bedeutet, wenn man Terminal-Server betreibt. Und dass so ein Pre-Investment reingehen muss und was dort alles ja, quasi gebaut und gemanagt werden muss. Ich habe mit so einer Cloud-Lösung, die einfach nur als Service läuft, einfach sehr, sehr viele Vorteile. Der größte ist natürlich, dass ich weniger IT-Management-Overhead habe. Das heißt, ich muss mich nicht um die Hardware kümmern. Ich muss mich aber auch nicht um die einzelnen Services kümmern. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich bekomme einen wirklich großen einen großen Security-Ansatz von Microsoft durch die Azure AD-Integration und durch die ganzen Security-Suites, die Microsoft mir einfach schon mitgibt, wodurch ich von Haus aus schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark unterwegs bin. Wenn wir uns anschauen, wenn wir das Ganze lizenzieren mit Microsoft 365 zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Security-Features, die von Haus aus dabei sind, die ihr nutzen könnt, wie Conditional Access, wie Multifaktor-Authentification, das sind alles Dinge, die schon dabei sind. Das heißt, von Haus aus habt ihr da schon wirklich gute Lösungen, um eure Umgebung dann abzusichern gegen Fremdzugriff. Wir können in der Cloud auch in Azure Windows 10 als Multisession nutzen. Das Ganze läuft exklusiv auf Azure ab. Das heißt, Multisession ist aktuell noch nicht geplant für die On-Premise-Umgebung. Was das Vorteile bringt, schauen wir uns gleich mal an. Wir trennen außerdem unser Operation System, unsere User-Daten, die wir haben, und unsere Applications von der lokalen Hardware. Dafür gibt es einige Dienste, die Microsoft eingekauft hat, wie AWS Logix. Und es gibt so eine schöne, ja, eine schöne Suite, wo ich meine Applikationen halt per Virtual Disk an meine VMs anheften kann. Ich muss also Ganze nicht mehr auf den VMs installieren und warten, sondern kann das einfach anheften und kann die Applikation nutzen, wenn ich sie brauche, für die Nutzer, die sie nutzen müssen. Unter anderem trenne ich da aber auch mein Compute Environment von lokalen Devices. Das heißt, wenn mein lokales Device verloren geht, ja, habe ich meine Daten trotzdem noch in der Cloud, kann einfach jedes x-beliebige andere Device nutzen, kann überall auf einem anderen PC einen Browser öffnen und kann ganz normal weiterarbeiten. Und dadurch reduziere ich natürlich auch das Risiko von Datenverlusten. Und wie vorhin schon angesprochen, traditionelle Infrastrukturen, die über RDS lizenziert sind, sind relativ teuer. Die sind sehr komplex zu warten. Schwer zu planen auch und die Lizenzierung für jeden, der das schon mal lizenziert hat, ist ein Albtraum. Ne? Also da bei Windows Virtual Desktop brauchen wir tatsächlich nur eine Microsoft 365-Lizenz zum Beispiel und im Endeffekt müssen wir die Infrastruktur in Azure zahlen. Was bringt uns so eine Windows Virtual Desktop Umgebung mit?
Wir brauchen also kein Gateway mehr zu bauen, wir brauchen keinen Broker, wir brauchen keinen Load Balancer, wir brauchen keinen Diagnostik-Server und auch keinen Management-Server. Das Ganze läuft kostenlos in unserer virtualisierten Umgebung als PaaS-Service mit. Das heißt, wir müssen uns nicht um alles kümmern, Microsoft liefert das alles als Service schon mit. Außerdem haben wir die Möglichkeit, dort die Multi-Session-Variante zu nutzen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Der charmante Vorteil dabei ist, wir sehen auf der linken Seite, wie so ein Nutzer Remote-Umgebung oder Remote-Services halt nutzt. Ne? Also der nutzt es in Peak-Zeiten, manchmal nutzt das nicht und so weiter. Und wir sehen also in den weißen Feldern oben bei der Monitoring-Übersicht, dass so ein Nutzer eigentlich maximal 20% dessen ausnutzt, normalerweise im Schnitt, was an Hardware zur Verfügung gestellt wird. Der Rest wird weggeschmissen. Ne? Und das macht natürlich in Azure ganz wenig Sinn, weil in Azure baue ich mir das doch am liebsten so, dass ich das, was ich auch kaufe, auch komplett ausnutzen kann. Und das geht am besten, wenn ich halt mehrere Nutzer auf eine große Hardware drauflege, die sich entsprechend dann die Ressourcen teilen. Ne? Und das Ganze sehen wir rechts unten, wo ich halt mehrere Nutzer habe, die entsprechend mehr Last auf einem System machen. Weil in Azure ist es halt so, wenn ich Ressourcen habe, es ist egal, wie ich die nutze oder ob ich da viel drauf mache oder nicht viel drauf mache, es kostet mich immer dasselbe Geld. Das heißt, ich sollte es doch am besten so nutzen, dass es sich für mich am besten amortisiert. Außerdem haben wir die Möglichkeit, unsere sogenannten Host-Pools anzupassen für unsere Abteilungen oder für die Nutzer, die sie halt brauchen, nach speziellen Workloads, die Abteilung. Unter anderem haben wir unsere Creatives, unsere Finance-Abteilung und die HR-Abteilung. Die haben zum Beispiel andere Hardware-Anforderungen und da haben wir die Möglichkeit, entsprechend verschiedene Maschinen bereitzustellen, so wie es halt gerade für die Abteilung passt. Ne? Bei Creative kann es sein, dass die zum Beispiel noch CAD-Anwendungen bekommen. Ne? Das sind zum Beispiel andere Maschinen dann. Ich muss also nicht für jeden Nutzer die gleiche Maschine herstellen oder bereitstellen, sondern ich habe die Möglichkeit, das in bestimmten Host-Pools zu gruppieren. Wie kann mir jetzt die ALSO dabei helfen, das Ganze zu realisieren? Nun, wir haben uns in letzter Zeit sehr viel Gedanken gemacht über unsere sogenannten ALSO Automation One-Click-Solutions. Das bedeutet, dass wir erkannt haben, dass es sehr, sehr viele komplexe Workloads gibt und dass da wirklich ein Need dafür da ist, diese Workloads entsprechend einfach an den Mann zu bringen und abzubilden. Weil Azure ist ein sehr, sehr großer Werkzeugkasten mit sehr, sehr vielen Services und man muss halt wissen, wie man die am besten zusammensetzt. Wir haben eine Auswahl der Services getroffen, haben einen Service zusammengebaut und den kann man bei uns ganz einfach im Cloud Marketplace buchen über unseren sogenannten ALSO Managed Service, wo im Endeffekt eine Automation-IP rausrollt. Das bedeutet, wenn ich einen Service buchen möchte, klicke ich mir den im Cloud Marketplace an und dann wird alles, was im Hintergrund dazu läuft und was gebraucht wird, auch deployed. In dem Fall nehmen wir uns das Ganze mal an, schauen uns mal an, wie das mit Windows Virtual Desktop Automation funktioniert. Ich habe da die Möglichkeit, einmal mit diesem Service Windows Virtual Desktop rauszusuchen im Marketplace, kann dort einfach mein Tenant eingeben, meine Subscription raussuchen, gebe dort meine Domain ein, gebe dann ein, wo das Ganze laufen soll, für wie viele Nutzer das Ganze gemacht wird und im Endeffekt wird im Hintergrund alles, was ich brauche, für mich dann deployed. Das ist einmal der Virtual Desktop selber, das ist mein Azure Active Directory Domain Service, das ist der Netzwerkteil, der deployed wird, das sind die Host Pools, wo entsprechend die Maschinen hinter drin liegen. Das ist ein Autoscaling, wo entsprechend skaliert wird, welche Nutzer gerade da sind, welche Maschinen zu welcher Zeit laufen und so weiter. Und wir haben dort doch die Möglichkeit, bestimmte Promos, die aktiv sind, gleichzeitig schon mit zu aktivieren, sodass für unsere Reseller dort keine Notwendigkeit mehr ist, das Ganze selber zu machen. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze noch zu taggen. Das bedeutet, für Abrechnungszwecke haben wir die Möglichkeit, dass eine unserer Hostpools tatsächlich auch zum Beispiel auf Finance gebrandet wird und ich sehe dort in der Abrechnung hinterher tatsächlich, dass der Hostpool von Finance und kann diesen einzeln abrechnen, wenn ich das möchte. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass für die bestimmten Nutzer, für die bestimmten Resource, die ich halt habe, wie HR oder Creative, halt spezielle Maschinen da sind. Wir haben es so gebaut, dass wir einfach tatsächlich nur noch mal angeben, was für ein Load wir haben, ob das ein Light Load ist, ein Medium, ein Heavy oder ein Power Load ist, welche Maschinen wir nutzen wollen, AMD, Intel oder GPU Optimized. Das heißt, wenn ich CAD-Anwendung habe, würde ich die nehmen. Dort haben wir entsprechend das, was von Microsoft empfohlen wird, an Maschinen rausgesucht. Und Sie müssen jetzt als Partner einfach nur einstellen, ich brauche 20 Nutzer, die jetzt einen Light Workload haben,
Dann wird dann entsprechend für mich schon im Hintergrund die richtige VM deployed. Also ich brauche dann wirklich gar nichts mehr selber machen, nichts mehr selber überlegen, welche VMs brauche ich, sondern das wird alles für mich automatisiert dann bereitgestellt. Wenn man sich mal anschaut, was da so alles an Services rauspurzelt im Endeffekt bei so einem Deployment, dann sehe ich, dass wir den Active Directory Domain Services da haben. Wir haben einen Load Balancer im Endeffekt, eine Network Security Group, Public IPs, unser Netzwerkbereich, ein Log Analytics Workspace, wo ich halt entsprechend sehen kann, was läuft dort alles. Wir haben das Ganze mit Key Vaults abgesichert, dass halt die Secrets halt nicht mehr offengelegt werden. Dann haben wir die Host Pools im Endeffekt, wo ein Autoscaling mit drin ist, wo der Hostpool selber drin ist, wo die Application Groups drin sind, die ich entsprechend den Usern zuweise, wo halt tatsächlich die Applikationen drin sind, welcher Nutzer nutzt welche Applikationen, wer darf die öffnen und wer darf die überhaupt sehen. Wir haben da Availability Sets drin, die entsprechend sicherstellen, dass die Maschinen auch verfügbar sind. Über Automation Accounts wird dann die Verfügbarkeit der Maschinen geregelt, welche da sind, welche nicht da sind. Wir haben dann die virtuellen Maschinen da drin, Disks und entsprechend wieder unsere Netzwerkinterfaces, wo die Disks angeschlossen werden. Und last but not least haben wir natürlich auch unseren Azure Active Directory Teil da, wo wir einmal den Windows Virtual Desktop Admin haben, die Administratoren und entsprechend die Scaling Principles. Jetzt haben wir angefangen, das Ganze zu bauen. Ja, das Rad der Entwicklung, das steht nicht still. Das heißt, es wird immer weitere Funktionen geben. Das ist jetzt unsere Version 1, mit der wir rausgehen, wo halt schon sehr, sehr viel integriert ist. Was kommt als nächstes? Wir haben natürlich, gibt es noch weitere Funktionen, die wir zur Verfügung stellen, um die Bereitstellung noch mehr zu automatisieren. Das heißt, wir werden in Zukunft ein Paket erstellen, wo wir nicht nur die Azure Active Directory Domain Services nutzen, sondern auch die klassischen AD-Varianten. Das heißt, das kann ein AD-Server sein, der on-premise läuft, oder aber ein AD-Server, der in Azure läuft. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, unser Virtual Networking anzupassen. Wir haben das Host-Pool-Deployment soweit dann angepasst, dass nicht nur die Standard-Images genutzt werden können, die Microsoft bereitstellt, sondern dass man auch selber hergehen kann und eigene Images bauen kann, die man entsprechend dann deployen kann. Das heißt, ich baue mir mein Image mit meinen Applikationen, die ich schon brauche, und kann das Ganze dann einfach über unseren Marketplace einfach ja, ansteuern und entsprechend bereitstellen lassen. Von Microsoft gibt es ja immer so Standard-Images, wo schon was drauf ist, wo zum Beispiel schon Microsoft 365 drauf ist. Hier können wir unser eigenes Image halt drauflegen und entsprechend dann auch deployen. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, Application Deployment zu nehmen. Das heißt, ich kann dort meine eigenen Applications hosten und dort mit integrieren. Es gibt das Autoscaling von Microsoft, wird in Zukunft auch nochmal angepasst werden. Wenn wir uns mal anschauen, Windows Virtual Desktop gibt es jetzt mittlerweile seit fast 1,5 Jahren. Das Autoscaling hat sich auch schon relativ weit entwickelt, von einem Autoscaling-Skript, was aktuell noch genutzt wird, hin zu einer Autoscaling-Solution, die von Microsoft ja, jetzt bald released wird. Das wird soweit auch natürlich von uns angepasst und mit aufgenommen. Und wir haben die Möglichkeit, einzelne Resources auch zu taggen. Also vorher hatten wir die Möglichkeit, entsprechend einmal nur eine Host Group zu taggen mit allem, was drin ist. Jetzt können wir einzelne Resources dann auch taggen in Zukunft, wo wir entsprechend halt unsere Services ja entsprechend ja, taggen können, dass wir sehen können, was gehört wozu und was hat wie viel Geld für welche Abteilung zum Beispiel verbraucht. Dann haben wir natürlich für die Partner, die das Ganze sich mal anschauen wollen, unsere Windows Virtual Desktop Trial entwickelt. In dieser Trial haben wir ganz einfach eine Möglichkeit geschaffen, dass wir eine ja, die von also gehostete Umgebung testen können. Das heißt, wir geben unseren Partnern die Möglichkeit, das ganze Tool zu nutzen für Self-Education. Das heißt, man kriegt so ein Look and Feel, wie funktioniert das Ganze, wie sieht sowas aus, ist das interessant für mich, ist das interessant für meinen Kunden, einfach mal so gucken, wie das Ganze so aussieht, wie man damit arbeiten kann. Ich kann es natürlich auch als Sales-Tool nutzen, um es zum Beispiel meinen Partnern oder im Endeffekt meinen Endkunden zu zeigen. Das heißt, ich fahre zu meinem Endkunden oder ich mache mit dem eine Remote-Session und zeige dem, hey, guck mal hier, das ist die Umgebung, die ich für dich geplant habe, die kannst du dir anschauen. Gucken mal, ob dir das gefallen würde, ob das für dich interessant wäre, sowas zu nutzen. Und danach, nach dem Trial, reiße ich das Ganze halt wieder ein und habe dafür halt ja, kein großartiges Geld ausgegeben. Aber ich habe es zumindest schon mal gezeigt und muss nicht selbst in den Pre-Invest reingehen, dass ich mir so eine Umgebung halt selber aufbaue. Was ist da drin in so einer Testumgebung? Wir haben da
unseren Office 365-Nutzer mit einer Microsoft 365-Lizenz als Business Premium-Variante lizenziert. Und wir haben dann den Zugang zu unserer Application und Desktop Virtualization Experience. Das bedeutet, ja, das ist einfach die VM im Endeffekt, wo die einzelnen Applikationen drauf laufen. Außerdem haben wir ein Reporting-Tool gebaut, wo ich entsprechend sehen kann, was da gerade passiert. Also ich bekomme da wirklich sehr detaillierte Informationen zu den VMs, was da alles gerade drauf passiert, also wie die CPU-Loads aussehen, wie die ausgelastet sind. Ich kann mir den Status anschauen, wie der Agent halt arbeitet. Also auf jeder VM ist ein Agent, der entsprechend ja, diese VM managt. Und da kann ich mir ansehen, wie da der Status ist, ob der aktuell ist, was da gerade passiert. Und ich kriege noch Details zu den Sessions halt angezeigt. Das heißt, ich sehe gerade, welche Maschinen sind gerade, welche laufen gerade, wie viele Nutzer sind da gerade drauf und so weiter. Also alles, was man eigentlich braucht, um glücklich zu sein und ja, so eine Umgebung halt zu monitoren. Ich denke, das war erstmal ein wirklich schöner Ausblick auf das, was da gerade läuft und das, was gerade aktuell ist. Ich glaube, dass so eine Windows Virtual Desktop Umgebung bzw. so eine Remote Workplace Umgebung für jeden relativ interessant ist. Ich brauche entsprechend wirklich nur mein Notebook dafür und entsprechend ein bisschen WLAN. Das heißt, ich kann meinen Laptop nehmen und mein Smartphone, mache dort ein bisschen Tethering, setze mich nach draußen. Oder wenn mein WLAN reicht, kann ich das vielleicht auch draußen noch nutzen. Oder aber ich setze mich an irgendeinen See oder an den Strand, wo auch immer. Und versüße mir meinen Arbeitstag mit einer schönen Aussicht, mit ein bisschen Ruhe und nutze dann die Umgebung, ja, die, um halt vernünftig in aller Ruhe zu arbeiten. Ne? Wer da großes Interesse daran hat oder wer Interesse hat, kann gerne auf uns zukommen, diese Trial nutzen, damit starten, sprecht einfach unsere lokalen Teams an. Die geben euch Informationen dazu, wie ihr da rankommt. Im Endeffekt ist es ein Link, auf den ihr klickt, wo ihr euch einmal mal registrieren könnt, um das Ganze mal auszuprobieren. Ich glaube, dass es für jeden interessant ist, der so in Richtung Virtualisierung mal geht und in Richtung ja, Remote Works. Und wenn man sich anschaut, wo aktuell die Reise hingeht, auch nach Corona-Zeiten, wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass viele Mitarbeiter noch im Homeoffice bleiben. Und ja, jeder hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen so eingerichtet, dass er von zu Hause arbeitet. Wenn das aber in Zukunft länger so sein wird, dann muss man sich halt überlegen, was Alternativen sein können, dass man sich nicht nur in seinem kleinen stillen Kämmerchen sitzt. Da könnte so eine Lösung durchaus interessant sein. Ne? Also schaut es euch gerne an, probiert es gerne aus und bei Fragen sind wir halt gerne für euch da. Also viel Spaß mit der Lösung und ja, probiert es gerne aus.